Diese Nachricht freut Fußball-Deutschland. Die Vertragsverlängerung von Bundestrainer Jogi Löw mit dem Deutschen Fußballbund ist bis 2014 perfekt. Es war so, dass der Präsident vor einigen Wochen mich schon mal angesprochen hat, ob ich es mir vorstellen kann, über die EM 2012 hinaus eben auch Trainer zu bleiben. Er wäre sehr zufrieden auch mit dieser Entwicklung der Mannschaft. Und nachdem wir am Wochenende nochmals gesprochen hatten, haben wir uns eigentlich auch gestern geeinigt, dass wir den Vertrag verlängern. Wir freuen uns darauf und ich denke, wir haben noch einige Ziele vor uns. Wie sehen denn die Ziele genau aus? Ja, mein Ziel sind verschiedene Ziele natürlich. Ja. Zum einen, dass die Mannschaft einen attraktiven, guten Fußball spielt, dass die Mannschaft, sagen wir mal, das Land Deutschland und den DFB eben auch im Ausland repräsentiert, dass wir ein gutes Bild abgeben, dass wir erfolgreich sind natürlich auch, dass wir Titel anstreben und dass wir vor allen Dingen eben auch weiterhin gute junge Spieler einbauen, die weitere Perspektiven haben, auch für die nächsten Jahre hinweg. So wichtig auch der Erfolg einer Mannschaft ist, für DFB-Boss Theo Zwanziger gibt es auch noch andere Gründe, warum man mit Jogi Löw verlängert hat. Wir wollen keinen Rumpelfußball, wir wollen attraktiven, leidenschaftlichen Fußball von unseren jungen Spielern, die sich mit ihrem Sport und mit ihren Fans identifizieren. Und dafür ist er ein Garant. Wir haben keine Verabredungen über die Frage, nur wenn du Europameister wirst oder nur wenn du Weltmeister wirst. Nein, wir wissen sehr genau, wie schwierig das auch unter den, denke ich, guten Bedingungen, die wir jetzt haben. Und dazu gehört eben auch die Kontinuität in der Führungsetage. Neben Joachim Löw haben auch Assistent Hansi Flick, Torwarttrainer Andreas Köpke und Teammanager Oliver Bierhoff neue Verträge unterschrieben.